Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie bei Genießen wie Gott in begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Herzlichen Dank, schönen guten Tag. Heute entführen Sie uns und mich in eine meiner Lieblingsregionen in Italien, ins Veneto. Ja, ich muss sagen, es ist auch eine meiner Lieblingsregionen. Bin ja kein Bildungsbürger, eigentlich gedacht, früher mal, dass Veneto irgendwie nur das enge Gebiet um Venedig wäre. Aber dem ist ja gar nicht so. Das Veneto ist viel größer. Das ist sehr viel größer. Es hat eine gigantische Fläche, ich glaube 18.000 Quadratmeter, Kilometer. Quadratkilometer, genau. Ja, ich wollte nur gucken, ob Sie auch aufpassen. Und auf dieser Fläche verteilen sich knapp 5 Millionen Einwohner. Also es ist nicht so dicht besiedelt. Geht ja auch gar nicht, weil wir ja ganz viel Weinberge haben. Aber um das noch mal ein bisschen räumlich darzustellen, ist es das Gebiet tatsächlich von Venedig bis nach Verona um den Po herum. Ist das richtig? Das ist nicht nur bis Verona, sondern in der Tat bis zum Gardasee. Das heißt, mitten durch den Gardasee von Süd nach Nord verläuft die Grenze zwischen der Lombardei und dem Veneto. Ah, okay. Und dann geht es ziemlich weit hoch. Also das ist, erstreckt sich schon bis, ja, letztendlich bis dann Südtirol. Da sind ja nun ganz unterschiedliche Städte. Klar, Venedig kennt jeder, wenn ich da gewesen ist, hat Donna Leon gesehen oder hat sonst irgendwelche Bilder geschaut. Eine Stadt, deren Straßen unter Wasser liegen, den alten, uralten Scherz erlauben Sie mir bitte. Eine touristisch total überlaufene Stadt, die jetzt versucht, den Tourismus irgendwie zu regulieren durch Eintrittspreise. Wenn man die Stadt betreten will, muss man, glaube ich, da ein paar Euro bezahlen. Bis hin zu Verona, Gardasee jetzt mal außen vor gelassen, über den hatten wir schon separat gesprochen, bis zu Verona mit der Arena von Verona und den Kulturspektakeln, die dort stattfinden und allem, was dazwischen ist. Also sehr vielfältig und sehr geschichtsträchtig und sehr kulturell. Ja, vor allen Dingen geschichtsträchtig, aber darauf möchte ich heute nicht eingehen. Das würde wirklich unsere Zeit sprengen. Denn da ist so viel, was man da berichten könnte, worüber man erzählen könnte. Also das wäre einfach zu viel. Ja, wir haben ein paar ganz, ganz schöne Städtchen, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Verona, eine sehr schöne Stadt, eben bekannt auch durch die Arena, durch die Festspiele, die dort immer von Ende Juni bis Anfang September stattfinden. Ich bin auch schon etliche Male dort gewesen. Es ist ein absolutes Schauspiel. Das ist wirklich, wenn ich da heute dran denke, dann kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil ich habe da so tolle Aufführungen erlebt mit Vollmond, der direkt über der Bühne aufging. Aber der echte Vollmond, kein Bühnenbild. Es war, ja, da schießt einem wirklich das Pipi in die Augen. Ja, dann haben wir so ganz kleine schnuckelige Städtchen wie Bassano del Grappa, auf die würde ich heute gerne ganz konkret eingehen. Die liegt geografisch gelegen zwischen Verona und Venedig, allerdings ein ganzes Stück nördlich davon. Und eine sehr, sehr schnuckelige Stadt. Durch die Stadt fließt der Fluss namens Brenta. Und wir haben dort auch eine ganz, ganz tolle Brücke, die über diesen Fluss geht, eine Holzbrücke, die auch vor ganz vielen Jahren wieder restauriert und hergestellt wurde. Also sie ist ganz, ganz toll und liebevoll dekoriert. Da haben wir also wie bei unseren deutschen Balkonen Balkonkästen, Pflanzkästen und im Sommer blüht das dort. Das ist wirklich eine wahre Pracht. Also da sollte man unbedingt hin und dann einfach mal durch die Stadt schlendern, dann einmal über die Brücke gehen und dann natürlich die schönen Plätze besuchen. Und das ist dann auch wie fast überall in Italien, einfach mal gucken, wo überwiegend Italienisch gesprochen wird und sich da einfach hinsetzen. Dann weiß man, das kann man eigentlich empfehlen, weil wenn zu viele Touristen da sind, man überwiegend andere Sprachen hört, würde ich solche lokale Cafés und so weiter auch gar nicht aufsuchen. Bassano del Grappa klingt irgendwie nach Digestif, oder? Ja, das sind auch zwei Grappa-Hersteller. Also der eine, der ist
ganz, ganz groß im Geschäft und auch wahrscheinlich den meisten bekannt, Poli. Wobei ich mit denen nicht so wirklich viel anfangen kann. Aber was unbedingt sehenswert ist, das ist das Museum von Poli, das Grappa-Museum. Dort kann man mal so ein bisschen in die Geschichte der Grappa-Herstellung eintauchen, wie das überhaupt angefangen hat, wie die halt mit ihrer Karre zu Fuß den Grappa an die Kunden ausgeliefert haben, bevor also die Firmen dann auch eigene Vehikel, Autos und so weiter hatten, mit denen dann alles ein bisschen erleichtert wurde. Aber anfangs wurde das wirklich alles mit Wagen und dann zu Fuß gemacht. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, um mal die Historie dieses Getränkes so ein bisschen besser kennenzulernen. Grappa hat ja auch sehr viel mit Marketing zu tun, denn im Grunde genommen ist es ein Trester, ein Wein, Abfallprodukt. genau, der aus Resten da hergestellt wird. Und in eigentlich jedem Weinbaugebiet kriegt man so ein entsprechendes Getränk. Unterschiedlich in der Qualität natürlich. Das hängt immer von dem ab, der dieses Getränk zubereitet. Aber Grappa als Marke, als Begriff ist natürlich weltberühmt. Mittlerweile ja, ganz am Anfang, wie Sie schon sagten, es war halt wirklich oder ist ja nach wie vor ein Abfallprodukt. Und die Italiener haben das halt hergestellt für den eigenen Bedarf und haben es getrunken nach einem schweren Essen, ganz klar. Da tat das gut. Und irgendwann kam halt irgendjemand auf diese glorreiche Idee, da so ein bisschen Marketing zu betreiben. Ja, und schwupps, war das Ding in aller Munde und Grappa ist heute ja, eigentlich das Getränk, wenn man in einem italienischen Lokal ist, was nach einem Essen serviert wird. Und da, wie Sie schon sagten, gibt es auch die größten Unterschiede, weil jeder, der Wein herstellt, jeder Winzer, der hat natürlich den Trester und die meisten Winzer haben auch so ihre Destillerie, an die den Trester abgeben. Und da gibt es eben aus jeder Weinsorte beziehungsweise aus jeder Trestersorte gibt es dann eben die entsprechenden Grappa-Sorten. Jetzt haben Sie uns diesen kleinen Ort mit der Holzbrücke beschrieben, die so wunderbar geschmückt ist im Sommer. Gibt es da noch andere Orte im Veneto, die Sie herausgreifen würden? Oh, also ich liebe ja Venedig, aber wie Sie schon sagten, touristisch überlaufen. Und die wollen jetzt auch wirklich gucken, das hatten ja auch immer die Kreuzfahrtschiffe, diese riesengroßen Kreuzfahrtschiffe angelegt. Und das möchte man ja künftig auch unterbinden, weil die Stadt, die ganze Bausubstanz dadurch natürlich total gelitten hat. Und ich habe das eigentlich früher immer sehr gerne gemacht, wenn ich im Urlaub am Gardasee war, einfach mal einen Tag einen Ausflug nach Venedig gemacht. Also morgens früh los und dann einfach das Auto abgestellt im Parkhaus vor Venedig, dann mit dem Vaporetto, mit diesem Taxi bzw. Busboot, dann bis zum Markusplatz und von dort einfach nur laufen, laufen, laufen und dann auch gucken, wo sind Italiener, in welchem Restaurant, in welchem Café oder in welcher Osteria, dort einfach mal einkehren. Da kann man auch ganz, ganz toll essen. Und man entdeckt in Venedig auch immer wieder andere Plätze, immer wieder neue Plätze. Es ist ja unheimlich interessant. Und was ich natürlich auch liebe, Verona mit der Arena, ganz klar. Aber ich liebe auch diese kleinen Städtchen am Gardasee, Badolino, Garda, Lazise. Aber das ist eigentlich wie fast alles im Sommer etwas überlaufen. Deswegen sollte man dort möglichst Ende Mai hin bis Mitte Juni und dann erst wieder Mitte September. Also ich war vor einigen Monaten in Padua und Ja. fand das wunderschön. Auch nur mit dem Zug eine halbe Stunde von Venedig entfernt, also sehr gut zu erreichen. Auch eine Direktverbindung. Und in Padua kann man sehr viel Kultur anschauen. Da gibt es ein berühmtes Café, dessen Namen mir im Moment nicht einfällt. Aber es ist eine sehr schöne Einrichtung. Dort gibt es einen Raum, in dem man auch sitzen kann, ohne etwas zu verzehren. Das ist eine, ich glaube, 100 Jahre oder über 100 Jahre alte Tradition für arme Leute, die sich eben keinen Kaffee oder
was man sonst so im Café zu sich nimmt, Ja. leisten können. Die können dort sitzen, trinken einen Kaffee und lesen dann eine Stunde eine Zeitung. Und da kümmert sich keiner drum und sagt, keiner muss hier irgendeinen Mindestverzehr haben, sondern die sitzen da mit der gleichen schönen Aussicht und dem gleichen schönen Leben wie die anderen, die Ja. in einer Stunde halt zwei oder drei Kaffee trinken. Das fand ich eine sehr schöne Einrichtung. Ja, da gibt es auch noch eine ganz andere Geschichte. Das machen auch sehr, sehr viele Cafés in Italien. Wenn Sie dort einen Kaffee bestellen, dann zahlen Sie zwei. Das sagen Sie dann natürlich dem Kellner. Und der nimmt dieses Geld für den zweiten Kaffee, das kommt in eine separate Kasse. Und dann kommt irgendwann möglicherweise ein Bettler an oder einer, der sich keinen Kaffee leisten kann. Und der fragt, es gibt dafür einen bestimmten Ausdruck, ich weiß den leider nicht mehr. Der fragt dann einfach nach eben diesem Kaffeegeld. Und wenn der Kellner dann sagt, ja, wir haben, dann kann er sich hinsetzen und kann eben auf Kosten des anderen Gastes einen Kaffee trinken, der dann für ihn Und schon bezahlt. Also finde ich ganz, ganz toll. Das ist ja eine soziale Einrichtung, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da geht es wirklich mal um Menschlichkeit. ja, Und das aber gibt ihnen ganz ein viel. menschliches Bedürfnis ist natürlich auch wie immer Essen und Trinken. Ja. Was isst man denn? Also da kann man sehr viel zu sich nehmen und da gibt es sehr viele unterschiedliche Speisen im Veneto. Aber was würden Sie denn empfehlen? Also was man unbedingt mal kosten muss, das ist natürlich die Leber, sofern man den Innereien mag, die venezianische mit richtig viel Zwiebeln. Die finde ich klasse. Meistens wird dann eine Polenta dazu serviert. Und in typisch italienischen Restaurants oder gerade in Venedig kann man das dann auch wirklich in einer sehr guten Qualität bekommen. Wie gesagt, man muss immer so ein bisschen darauf achten, dass in dem Restaurant viel Italienisch gesprochen wird, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, was im Veneto und überhaupt in der ganzen Po-Ebene gemacht wird, es wird Reis angebaut. Das heißt, wir haben in allen Regionen, die eben zur Po-Ebene gehören, haben wir unterschiedliche Risotto-Gerichte. Da hat jede Region so ihre eigenen Spezialitäten. In der Lombardei haben wir natürlich einmal das mit Safran. Dann gibt es andere mit Spargel zum Beispiel. Aber es gibt auch ein ganz tolles Gericht, was man auch sehr, sehr gut für so eine Antipasti-Palette verwenden kann. Das ist das oder der Radicchio Rosso. Ein gebratener roter Radicchio mit Speckwürfeln, bisschen Zwiebeln. Also, das liebe ich über alles, weil man das nämlich einmal als Beilage heiß oder warm essen kann, zu gegrilltem Fleisch, zu gebratenem Fleisch. Oder wie gesagt, man kann es dann eben auch kalt zu sich nehmen und hat dann verschiedene Antipasti-Geschichten zur Auswahl und nimmt dann eben auch noch ein bisschen was von diesem Radicchio Rosso. Klingt gut. Dazu gibt es auch das Rezept der Woche, wird bei uns veröffentlicht von Ihnen, Frau Hesemeyer. Also kann man dann gut nachbereiten. Welchen Wein empfehlen Sie? Also das Veneto ist ja bekannt für den Amarone. Das ist ja der bekannteste Wein aus dieser Region, ist aber ein sehr schwerer Rotwein, hat im Schnitt so 16,5%. Über den machen wir dann nochmal ein gesondertes Thema, dann erkläre ich auch ein bisschen was zur Herstellung. Aber in der Region gibt es den bekannten Soave. Und Soave ist ein schöner, fruchtiger, leichter Weißwein, der auch nicht so furchtbar viel Säure hat, ist also gerade für Menschen, die da ein bisschen empfindlich sind, vom Magen her, ist der sehr, sehr gut geeignet. Und den kann man ohne Bedenken bestellen in einem Restaurant oder in einem Café zum Aperitivo. Wunderbar. Also immer dahin gehen, wo Italienisch gesprochen wird. Unbedingt. Erster Tipp, zweiter Tipp. Risotto probieren, vielleicht auch mal einen Kaffee doppelt bezahlen für diejenigen, die sich einen eigenen Kaffee nicht leisten können. Und ja, Soave trinken oder Amorello. Genau. Dann haben wir es für heute. Super. Hat mir Also, Spaß gemacht. dann bis zum nächsten Mal, liebe Frau Heselmeier. Ja. Und ja, Verona, Venedig, Padua, was auch immer, Veneto lohnt einen Besuch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alles klar. Danke. Ich bedanke mich, Herr Ciao. Müller. Machen Sie es gut. Tschüss.